Ein Klick, ein virtueller Ort. Kurze Videos selbst produziert. Von anderen angeschaut, geliked, kommentiert. 4 TikTokerinnen und TikToker aus Baden-Württemberg. Vernetzt durch eine App. Wie zum Beispiel Jules Boring Life. Hi, ich bin Jule, ich bin 18 Jahre alt und mir folgen 3,3 Millionen Menschen auf TikTok. Erster Kontakt am Morgen, ein Freund auf TikTok. Hey Mia, ich bin schon wieder aufgestanden, meine Mutter hat schon wieder gestaubsaugt. Das nervt mich so, ich habe einmal Ferien und dann kann ich nicht mehr ausschlafen. Dann fängt der Tag heute eben ein bisschen früher an. Hello, huhuhu. Wie geht's euch? Seid ihr schon wach? Leute, ich schmink mich jetzt zusammen mit euch so wie jeden Morgen. Hallo! Während ich mich schmink, bin ich live auf TikTok und dann schminke ich mich mit meinen Zuschauern, die gucken mir dann zu. Das finde ich auch immer voll cool, weil ich mich dann mit denen unterhalten kann. So, jetzt kommt Concealer. Guck mal, ich habe so viele Concealer. Jules virtuelles Publikum wächst jede Sekunde. Ständig ploppen neue Kommentare auf. Guck mal, ich habe hier keine Augenbraue, also hier fehlt mir ein Stück, weil ich als Kind, oh, jetzt sind 7000 Leute drin. Schön. Weil ich als Kind auf den Stein gefallen bin. Also ich tue es teilweise, glaube ich, immer noch nicht realisieren, dass mir über 3 Millionen Leute folgen und mich täglich verfolgen. Ich merke es, wenn ich in der Stadt bin und mich so viele Leute erkennen. Und ich liebe es, wenn mich die Leute auf der Straße ansprechen und sagen, hey, ich kenne dich und mit mir Fotos machen wollen. Und dann merkst du, oh, okay, wow, das ist krass. Sommerferien 2019. Jule ist langweilig. Sie fängt mit TikTok an. Heute ist ihr Account einer der größten in Baden-Württemberg. Man kann da verschiedene Videos machen, zum Beispiel Comedy. Das ist halt so pure Unterhaltung. Das mache ich auch oft mit meiner Mutter. Es gibt aber natürlich auch, wo du einfach nur zu Liedern singst, das nennt man Lip-Sync dann. Deine Liebe, Mann, ich scheiß drauf. Tänze sind auch im Trend. Dann erzähle ich halt noch, was gerade in meinem Leben abgeht. Auch über ihre frühere Krebserkrankung spricht sie. Irgendwann hat mal irgendjemand einen Kommentar geschrieben, so Jule, stimmt es, dass du mal Krebs hattest? Und dann habe ich auf den Kommentar geantwortet und habe halt ein paar Bilder gezeigt aus der Zeit. Und dann kamen so viele Fragen auf und ich wollte auch den Menschen Mut machen, die vielleicht Krebs haben, um zu zeigen, guck mal, das war ich früher, das bin ich jetzt. Neben TikTok ist da auch noch die Schule. 2 Vollzeitjobs. TikTok und Schule stressen mich sehr, wenn zum Beispiel ich jetzt gerade eine Klausurenphase habe. Dann stresst mich das schon, dass ich nichts poste, weil ich halt für die Klausuren lerne. Hallo. Was? Ich lerne seit Jahren wieder Bio. Ich habe durch TikTok einen guten Freund von mir kennengelernt, Emir. Ich war mal in seinem Livestream drin und dann hat alles angefangen und jetzt sind wir voll gut. Mittagszeit mit Mama Tanja. Was fällt alles aus? Sport und so? Ich habe keine Ahnung. Weiß es nicht. Hast du dein Buch gelesen? Ja, ich muss aber noch mal lesen. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ein ganz normales Familienleben. Aber einiges hat sich durch Jules TikTok-Karriere ziemlich verändert. Ja, du kannst jetzt halt nicht mehr so ganz einfach Adressen, Telefonnummern, Handynummern irgendwo zurücklassen. Das überlege ich mir schon, wer die Kontaktdaten bekommt, weil wir hatten dann halt einfach auch, wenn wir öffentlich im Telefonbuch ausstanden, viele Anrufe. Und dann haben wir auch die Telefonnummer raus, dann haben wir aus dem Telefonbuch. Das sind so Dinge, die ändern sich dann. Trotzdem wird Jule von ihrer Familie unterstützt. Auch bei technischen Schwierigkeiten. Mama, es geht nicht. Das Stativ macht mich so verrückt. TikTok 1 für heute ist im Kasten. Aber da geht noch mehr. Mama, willst du bitte mitmachen? Bei was? Bei einem TikTok. Hi! Ich sag mein Name ist ein Experiment, das ich selber auch auf TikTok gesehen habe. Vielleicht kennt ihr das mit dem Wasser, wo man es dann so umkippt und dann kein Wasser rausfließt. Jetzt kipp mal so um. Komplett. Ey! Was? Jacka!